Jesus. Du allein kennst mich und jedes deiner Kinder bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens. Du allein kennst wirklich unser Wesen bis in die Tiefe hinein. Du allein kennst mein Herz. Du allein bist mein Lehrer und Meister, auf dich allein vertraue ich, auf dich allein schaue ich. Dir allein will ich dienen, du allein bist mein Herr und mein Gott. Du allein bist mein Vater, lass mich dein Kind, dein Werkzeug sein. Für alle Seelen hier in dieser Welt und auch in der anderen Welt, in der jenseitigen Welt. Lass aus deinem Herzen dein Wort in mein Herz fließen und nach deinem Willen durch mein Herz durch zu allen Seelen, diesseits und jenseits, allen Seelen, denen durch mich dein Wort zukommen lässt. Dein Wille geschehe. Du sprichst durch Johannes Wiedmann vom göttlichen Wesen des Menschen. Schaut, meine Kinder, nicht in die Nacht, wo groß ist der Finsternis Macht. Seht gegen Himmel ins Licht, dann werdet ihr finden, was euch gebricht. Wo ist der Himmel, das Licht? Dort, wo das Herz in meiner Sicht das Herz des Bruders liebt, ihn nicht mit dem Verstande siebt, in ihm nur sucht mein Wesen, das in euch gelegen zu eurem Genesen. Ich bin in eures nächsten Brust, mein Geist, der wahre Liebesdurst, das heilige Feuer, das himmelwärts brennt, das nichts in der Welt vom Liebsten trennt. Wahre Liebe bin ich in euch, wahre Liebe verbinde euch. Ich, die wahre Liebe, bin dann bei euch und überwinde alles Böse und segne euch. Wahre Liebe sucht auch im Nächsten, indem ihr ihn liebt am rechtesten, ihn liebt als eine Zelle von mir, ihr so findet den Himmel all hier. Betrachtet alles als in mir verwurzelt, der ich herrsche über das Himmelszelt, der ich der Urquell alles Lebens bin, der ich gebe dem Leben einen Sinn. Meine Liebe fließt zu allen Wesen, selig sind die davon in der Fülle essen, denn sie werden mich ewig besitzen. Ich werde mit Feuer ihnen ins Herz ritzen. Du bist mein, ich bin dein, wir sind eins. Gehe in meine Himmel ein, denn nun bist du vor mir rein. Du wirst ewig ein Stück deines Vaters sein. Liebt am nächsten den auferstandenen Christ, der von mir zum Höchsten berufen ist. Liebt ihn, wie ich ihn liebe. Ihr so helft meiner Lieb zum Siege. Da ihr alles haltet in meiner Liebe, es zieht nach dem ewigen Bilde mit meiner Kraft ganz milde. Was eure wahre Liebe sieht, das, ich sage euch, geschieht. Denn was diese Liebe erfasset, dies meine Allmacht erschaffet. Denn was der Liebegeist in euch will, das geschieht ganz still. Denn der Liebegeist in eurer Brust will, was mir eine ewige Lust, was ich erfüllen will mit Freude,
dass mein Plan erfüllt sich heute, als gültig für die ganze Ewigkeit. Alles wird gerecht vor meiner Heiligkeit. Dies glaubt fest voll Zuversicht, dann wird euer Geistesauge Licht und ihr bekennt voll Kraft, dass meine Liebe in euch alles schafft. Da sie aus mir und in mir ist, welcher ist euer Jesus Christ? Was ihr in diesem Geiste liebt, euch die ewige Gottheit gibt, denn ich selbst war in euch die Bitte und auch die Erfüllung auf jedem Schritte. Ich selbst, der ewig Wahre, ich, der ewig Heilige, Wunderbare. Amen. Danke, liebster Vater, für dein Wort durch Johannes Wittmann. Hilf uns, dass wir dein Wort im Herzen aufnehmen und bewegen können. Und dass wir den Geist in deinem Wort erkennen, dass wir nicht am äußeren Buchstaben kleben. Und es mit dem Verstand zerlegen wollen, sondern im Herzen, mit dem Herzdenken, mit der Herzensliebe aufnehmen, bewegen und weiterreichen dürfen nach deinem Willen zu all unseren Brüdern und Schwestern. Lass dein Wort, deine Liebe, deine Wahrheit, deine Kraft und dein Leben aus der tiefsten Quelle, aus dem Vater in uns einfließen und durch uns weiterfließen zu allen Brüdern und Schwestern diesseits und jenseits, denen du dein Wort, deine Liebe, dein Leben, dein Licht weiterreichen wirst. Lass uns allein dein Werkzeug sein, Werkzeug in deiner Hand, Zeuge der Werke, die du in und durch uns tust. Träger deines Wortes, lass uns dein Wort zu unseren Brüdern weiterreichen, weitertragen nach deinem Willen. Es geschehe jetzt alle Zeit hier und an allen Orten. Allein dein heiligster Wille. Amen.